Im Land Sachsen, da gibt es Leuchttürme, Industrieleuchttürme, weithin sichtbar. So wie Porsche oder BMW, nah an Leipzig. Die großen Autohersteller, sie sind hier alle vertreten, haben in Sachsen stark investiert nach der Wiedervereinigung. Heute ist es die umsatzstärkste Branche. Schon immer am Traditionsstandort waren auch die kleinen Zulieferer und unabhängige Spezialbauer. So wie die Firma Frank, eine Erfolgsgeschichte. Klaus Frank, der Vater, Sohn Andreas Frank, der noch zu DDR-Zeiten in den Betrieb kam. Der Senior war vor der Wende regelmäßig auf der internationalen Messe in Leipzig. Damit hatte man natürlich viel Kontakt, auch viel Kontakt zu Leuten aus unserer Branche. Und damit war mir vieles auch bekannt und ich wusste, wie das so ungefähr geht. Und das hat uns natürlich dann den Schritt in die Marktwirtschaft leichter gemacht. Ein Vierteljahrhundert Spezialfahrzeugbau in der DDR, 25 Jahre in der Bundesrepublik. Aufbauten für Lkw und Anhänger, Krane, Silos, Pritschen. Es ist und war immer eine Nische. In der DDR war die Firma zu klein, wurde nicht verstaatlicht. Heute hat sie 90 Mitarbeiter und einen zweistelligen Millionenumsatz. Für uns war die Wende ein absoluter Glücksumstand. Zu sehen, dass wir im Prinzip in einem abbrechenden Markt, es ging so viel damals kaputt, viele VLB-Betriebe hatten überhaupt gar keine Auftragslage mehr und sahen einfach die Chance, wenn wir uns auf den Kunden, auf den Markt einstellen. Und das haben wir beim Schopf gepackt und das draus gemacht, was Sie heute sehen. Firmengeschichte. Ja, damit ging es mal los. Der Betrieb in zwei Wirtschaftsmodellen. Anhänger im Sozialismus und später in der Marktwirtschaft. In der DDR wurde dem Unternehmer alles vorgeschrieben. Selbst die Löhne, die er zu zahlen hatte. Klaus Frank hatte sich damit arrangiert. Man wollte eigentlich, sagen wir, nicht auffallen als Handwerker. Ich hatte nicht mal draußen ein Schild von Firma Frank, weil man ein geduldetes Übel war. Also der Sozialismus, da passte eigentlich das Privathandwerk, Privatwirtschaft passten ja nicht rein. Aber der Staat hat uns gebraucht. Trotz zahlreicher Übernahmeversuche aus dem Westen, die Firma ist unabhängig geblieben und hat sich auf dem gesamtdeutschen Markt etabliert.